Nicht nur Literatur, heute geht es um die ganz großen Wissenschaften oder die große Wissenschaft, die Königsdisziplin der Mathematik. Ich beschäftige mich mit Alina Bronski und Pi mal Daumen, einem Mathe-Roman, wenn man so sagen will. Literarische Viertel eröffnet seine Pforten hinein zum Mathe-Nachsitzen hier. Ja, immer wenn ich von Mathematik spreche, dann lachen doch meine ehemaligen Klassenkameraden und Kameradinnen, denn ich war nicht immer die größte Leuchte der Mathematik. Heute nenne ich mich Mathematiklehrer oder darf mich theoretisch so nennen, denn durch meinen Quereinstieg ins Lehramt habe ich auch Mathematik mit geerntet, auch wenn ich mich am Ende des Referendariats natürlich nicht habe prüfen lassen in Mathematik. Ja, aber ich darf theoretisch unterrichten. Ne? Das ist schwierig, ja. Kann man darüber diskutieren, ob man das machen sollte mit mir oder lieber nicht. Ein bisschen unterrichtige, ja. Freudscher Versprecher. Ich Mathematik durchaus, aber ich bin nur als Support dabei aktuell in der Schule, in der ich gerade arbeite. So, genau, aber wir sprechen von einer Dame, die sicherlich deutlich mehr Ahnung von der Mathematik hat. Ist nicht die Dame hier, die auf jeden Fall, das ist nicht die Protagonistin des neuesten Romans von Alina Bronski, Pi mal Daumen. Und genau, woher der Titel kommt, verrate ich vielleicht zwischendurch noch. Ich war ja selber auch Schülerzeitungsautor während meiner Schulzeit. Ja. Hier kommt einiges über meine Schulzeit raus. Es ist kein Zufall, denn es gibt viele Flashbacks in die Schulzeit im Roman. Und ja, ich freue mich einfach über Alina Bronski mal wieder zu sprechen. Ne? Zahlreiche Romane von Alina Bronski habe ich da. Hier zum Beispiel Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche. Das ist der nächste, den ich von ihr besprechen werde. Barbara stirbt nicht ist hier. Nenn mich einfach Superheld. Aber auch auf dem Kanal gibt es natürlich jede Menge Romane von ihr, die ich besprochen habe. Allen voran Scherbenpark, ihr Debütroman, den ich ganz, ganz besonders gerne mag. Den Zopf meiner Großmutter war auch einer, der Zopf meiner Großmutter war auch einer, der mir besonders gut gefallen hat. Und Schallplattensommer, ja, das war der letzte, den ich diesen Sommer auch gelesen habe. Und ich finde, das ist auch eine ganz nette Review. Also schaut gerne mal rein in die anderen Alina Bronski Reviews. Sie hat ein relativ übersichtliches Werk. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass sich ihre Romane auch sehr flott lesen lassen. Ja, Alina Bronski, Autorin, ursprünglich aus Jekaterinburg, Russland. Ich glaube nicht genau von dort her. Ich meine, ja, genau. Also in Russland kenne ich mich nicht allzu gut aus. Ihre Biografie, also die Webquellen variieren da doch ein wenig. Auf jeden Fall ist sie jung nach Deutschland gekommen, aber nicht so jung, dass sie eigentlich Muttersprachlerin sein sollte. Ich meine, in etwa mit 12 Jahren kam sie hierher und hat einen unglaublichen Wortwitz, was man gar nicht erwarten dürfte bei jemand, die dann ja in ein anderes Land gezogen ist. Sie schreibt nicht auf Russisch, sie schreibt alleine auf Deutsch und das hervorragend. Ihre Romane sind oft gekennzeichnet durch Generationsgeschichten. Das heißt, ja, in der Regel gibt es mindestens 3 Generationen, die Kinder, die Erwachsenen so im Alter von 30, 40 Jahren und dann auch die Großelterngeneration. Manchmal gibt es vielleicht sogar noch eine Generation drüber. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Auch in diesem Roman gibt es wieder einige interessante Familienkonstellationen. Es hängt auch hier ein Stammbaum. Ja, den werde ich nachher bei der Besprechung brauchen. So, das Buch Schande über mein Haupt. Es ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Ich war bei der Lesung von Alina Bronski in der Villa Clementine in Wiesbaden. Auch das Video möchte ich euch gerne ans Herz legen. Es ist Teil meiner großen Reise durch Deutschland von Flensburg bis runter nach Konstanz am Bodensee.
Und da habe ich auch in Wiesbaden Stopp gemacht und habe mir Alina Bronski angehört, wie sie vorgelesen hat, aus dem aktuellen Roman. Und wirklich schon über mein Haupt. Die beiden Romane, die sie unterzeichnet hat für mich, die hat sich meine Mutter mitgenommen. Schön. Bei meinen Eltern liegen sie. Das heißt, ich kann ausnahmsweise den Roman nicht in die Kamera halten, obwohl es mir gerade jetzt doch so wichtig wäre. Außerdem hat der Kiwi Verlag, Kiepenheuer und Witsch, mir den Pi mal Daumen Roman zugesandt. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, weil ja, ich möchte ihn natürlich physisch und nicht digital, weil ich hier gerne die Sachen vorzeige, ne? Und gerne daraus zitiere. Ja, das kann ich jetzt aktuell nicht, beziehungsweise zitieren kann ich, weil dankenswerterweise habe ich mir während des Umzugs, weil ich Angst hatte, meine Notizen zu verlieren, nämlich schön meine Sachen digital aufgeschrieben. Das heißt, die habe ich alle hier auf meinem Rechner. Das heißt, zitieren kann ich sogar. Ich habe mir einige Sätze aufgeschrieben und ja, habe mir da auch noch was zusammengesucht, wenn irgendwas unvollständig war. Deswegen, das funktioniert. Ich kann nur den Roman nicht zeigen. Dafür ist er in doppelter Form da. Ja, er ist eingeblendet für euch und er hängt auch hinten an meiner Tafel, ne? Ein bisschen Chaos heute. Das ist aber gar nicht so sehr drapiert, weil ich muss da einfach nur hier so ein paar meiner Sachen zusammenschmeißen. Es ist nämlich noch viel Chaos hier. So, genau, die große Tour werde ich natürlich weiter besprechen. Aber jetzt war es einfach Zeit, ein paar Romane mal, ja, darauf einzugehen. Alina Bronski, Pi mal Daumen, ist sehr neu auf dem Markt und deswegen möchte ich da auch die Besprechung jetzt zwischendurch haben, aber keine Sorge, beim nächsten Mal geht es dann auch wieder mit der Reise weiter. Ja, genau. Wir haben einen Roman, der so eine ja recht typische Länge für Alina Bronski hat. Das heißt, das Buch hat insgesamt, ich schaue mal eben nach, 272 Seiten. Auch das habe ich mir zum Glück aufgeschrieben. Kiepenheuer und Witsch erschienen, habe ich schon gesagt. Und das Hörbuch ist 6 Stunden 19 lang und wurde von Fabian Busch gelesen. Ja, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, so die Vorteile und Nachteile des Hörbuchs. Cheers erstmal. Genau. Ich würde sagen, ich zitiere einmal aus dem Buch Der Anfang, den möchte ich euch nämlich gerne vorlesen, weil der ist so ein typisches Beispiel für den Stil von Alina Bronski, der doch ja, sehr attraktiv ist einfach und einer der Gründe, wieso ich sie so besonders als Autorin mag. Und in diesem Roman ist es ganz besonders. Es gibt nämlich einen Erzähler, personaler Erzähler, den wir hier haben, der ein außergewöhnlicher Erzähler ist. Ja, fangen wir mal an. Ich wollte schon sagen, als ich Alina Bronski zum ersten Mal sah, als ich Moni Kosinski zum ersten Mal sah, hielt ich sie wahlweise für eine Sekretärin oder eine Kantinenfrau, die sich verlaufen hatte. Ich wunderte mich noch, wie man sich derart verirren konnte. Die Mensa befand sich einen 10-minütigen Fußweg entfernt. Die erste Vorlesung in Analysis, ja, ihr seht schon, wenn ich über Mathematik spreche, hatte vor einer Viertelstunde begonnen. Omoni stand vor der Tür, die jämmerlich gequietscht und dadurch alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Sie trug einen roten Kunstlederrock und eine tief ausgeschnittene Bluse mit Leopardenmuster. Über ihrer Schulter hing eine blaue, knallvolle IKEA-Tasche. Professor Chow hielt mitten im Satz inne, die Hand mit der Kreide in der Luft. Entschuldigung, flüsterte Moni durchdringend und raschelte in ihrer Tüte den Gang entlang. Sie blieb mal vor mir stehen. Ist der Sitz noch frei, Kleiner? Rückst du ein Stück? Das ist der Einstieg von Seite 5, das ist die erste Seite aus dem Roman. Und ja, man begegnet direkt den beiden wichtigsten Figuren. Auf der einen Seite eben Moni Kosinski, die Hauptfigur, könnte man sagen, und dann den Erzähler, das ist der gute Oskar. Und Oskar ist 16 Jahre alt, er ist adelig und hochbegabt. Und
Man muss sagen, er ist auf jeden Fall irgendwo im Autismus-Spektrum anzusiedeln. Ich selber habe da natürlich so ein bisschen mit Interesse drauf geschaut. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe hier auf dem Kanal, aber ich habe einige Jahre, ich glaube 6 Jahre lang, nebenberuflich als Schulbegleiter für Autisten gearbeitet, bevor ich dann selber in den Lehramtsbetrieb eingestiegen bin. Das heißt, ich habe verschiedene Menschen aus dem Autismus-Spektrum kennengelernt und konnte mir wahrscheinlich auch ein ganz gutes Bild machen und habe deswegen natürlich auch, ja, wahrscheinlich eine andere Beziehung zur Figur Oscar, als das Leser haben werden, die mit dem Autismus-Spektrum nicht vertraut sind. Also, genau, Autismus-Spektrum, man hört es ja schon raus, das Spektrum, also es gibt nicht den prototypischen Autisten, sondern das geht von irgendwo bis irgendwo. Es gibt viele Autisten und Autistinnen, vor allen Dingen Frauen, die gar nicht diagnostiziert sind, die einfach sich so neurotypisch angepasst haben, dass man ja, die autistischen Züge kaum merkt und da bedarf es dann auch wahrscheinlich keiner Diagnose. Man wird das dann wahrscheinlich als ein bisschen schrullig bezeichnen, hier und da. Aber es gibt natürlich auch ganz krasse Autisten, gerade Asperger-Autisten, die viele Besonderheiten haben im Verhalten und stark ausgeprägte Inselbegabungen, das heißt Sonderbegabungen, in denen sie etwas können, was andere nicht können. Ne? Also man ist, also die Menschen haben einen Bezug zu einer speziellen Sache. Ob das jetzt heißt, dass sie Zuglinien auswendig lernen, irgendwelche Fahrpläne oder eben eine besondere Begabung für Mathematik haben. Also oft spielt es sich irgendwie mit Zahlen ab, ne? Dass sie mit Zahlen einfach mehr anfangen können als neurotypische Menschen. Und ja, der Oscar in der Geschichte, der Erzähler, der hat eben so eine Begabung für die Mathematik. Und das ist auch wichtig natürlich für den Roman, denn es geht um das Mathematikstudium und die Moni, die sich in dieses Studium einfindet. Ja, und er beleuchtet sie als Erzähler von außerhalb. Und ja, wir hören schon, er hat sie erstmal mit einer Kantinenfrau verwechselt. Oscar erinnert so ein bisschen an Sheldon Cooper von der Big Bang Theory. Ich denke, da können sich am meisten Menschen was jetzt drunter vorstellen, also von euch. Viele werden die Big Bang Theory zumindest irgendwo mal gehört haben. Ja, ich hatte leider kein T-Shirt, ne? Ja, viele nerdige Shirts. Big Bang Theory ist nicht darunter, deswegen ja, muss es heute ein anderer Film sein, der nichts damit zu tun hat. Ja, allerdings. Oscar ist deutlich jünger. Er kommt aus einer adligen Familie und nicht so einer Hillbilly-Familie wie der Sheldon. Die Eltern sind auch keine religiösen Fanatiker. Die Eltern sind nicht irgendwie streng mit ihm und versuchen das alles wegzudrücken, sondern die gehen sehr auf ihn ein und machen sich viel Sorgen um ihn. Und ja, Oscar hat eine große Fresse, auf jeden Fall. Er sagt ganz ungefiltert seine Meinung, was im Autismusbereich nicht unbedingt untypisch ist. Er wirkt oft zynisch, meint es aber in der Regel nicht böse, ja, weil er ist einfach nur fokussiert auf sich und er denkt sich ja, wieso? Also das, was ich hier sage, das ist halt einfach so, ne? Und so denkt er natürlich auch, ja, nicht bösartig, sondern selbstzentriert und er rückt die Dinge in ein anderes Licht, als ein anderer Erzähler das machen würde. Zum Beispiel auf Seite 24 zitiere ich mal, da wird nämlich ein Test in der Mathematik geschrieben oder eine Klausur oder wie auch immer. Und da sitzt der Oscar drin und hört sich die anderen an. Die anderen sind des Öfteren übrigens, was ich natürlich auch witzig finde, die Lehrämtler, die nicht so ganz klarkommen mit den, ja, Herausforderungen der Mathematik und er regt sich gut darüber auf. Die Profs versuchen aber irgendwie auch die Lehrämtler noch so an Bord zu halten. Ne? Genau, ich lese mal vor. Hä? Sagt jemand hinter mir. Ich raff das nicht. Hä? Ich raff das nicht. Ja, sorry, die Betonung war nicht so schön. Ich fühlte mich in meine Schulzeit zurückversetzt. Die Einfachheit der Frage war beleidigend. Ich begann zu schreiben, während Moni unter dem Pult nach einem runtergefallenen Stift suchte. Ich hatte meine Lösung komplett fertig und noch 8 Minuten übrig.
Zur Sicherheit schrieb ich noch eine zweite, anders formulierte Variante meiner Begründung auf. Ja, das heißt, wir merken, Oscar ist in seinem Element. Und am Anfang wird auch gesagt, okay, die meisten, die werden nicht hier bleiben. Ne? Die meisten im Mathestudium werden in den ersten Tagen und Wochen rausgefiltert. Für ihn ist von Anfang an klar, er nicht. Er ist hochbegabt und ja, er ist da eigentlich in seinem Element. Menschlich ist er natürlich im Studium nicht in seinem Element, denn die ganzen Interaktionen untereinander, die bereiten ihm Schwierigkeiten. Was vielleicht nicht jeder von euch weiß, ist, dass Autisten ja nicht nur in der Schule Schulbegleiter haben können, sondern auch im Studium Schulbegleitung haben können. Und ich kannte da auch einen Fall, der zum Beispiel Sprache studiert hat, ne? Also Autisten sind ja nicht nur in der Mathematik inselbegabt, ne? Da gibt es vielfache Möglichkeiten. Ja, es gibt ja auch online zahlreiche Serien, nicht nur Big Bang Theory, sondern auch Atypical zum Beispiel mit einem Autisten, der auch diagnostiziert ist, der aber unglaublich gut zeichnen kann, der so ein ja fast fotografisches Gedächtnis hat und einfach ganz, ganz, ganz toll zeichnet. Ja, auch sowas kann natürlich eine Inselbegabung sein. Und so jemand kann dann einfach Probleme haben, sich in der Uni zurechtzufinden. Ja, in dem Fall, den ich da kennengelernt habe, eben jemand, der eine schwierige Sprache studiert hat und da total firm drin war. Und der hatte eine Begleitung, eine Dame, die natürlich von den Inhalten kaum was verstanden hat. Aber sie ist halt mit ihm gekommen, um das Soziale abzufedern und damit er sich dann zurechtfindet in der Universität. Die diagnostizierten Autisten sind übrigens in der Regel Männer. Also es gibt viel, viel, viel weniger Frauen. Es gibt Frauen, die auch diagnostiziert sind und bei denen man das auch merkt. Aber meistens, ja, balancieren sie das anders aus, dass eben der Autismus nicht so klar ist und sie im Alltag nicht so sehr einschränkt. Da kann es natürlich auch, wie gesagt, ein Spektrum. Also es kann völlig andere Beispiele geben. Ich habe auch mal zeitweise ein Mädchen betreut in der Grundschule, was große Probleme hatte und frühkindlichen Autismus hatte, gar nicht geredet hat, überhaupt nicht gesprochen hat. Also es kann natürlich ganz anders da auch aussehen. So, genau. Ja, viele stoßen auf Schwierigkeiten. Moni stößt auch auf einige Schwierigkeiten. Und kommen wir erstmal zu ihr so als Figur. Sie ist Anfang bis Mitte 50 alt im Roman. Am Anfang, glaube ich, 53. Irgendwann wird sie mal 54. Ich glaube, am Ende ist sie 55. Ungefähr so. Sie hat auf jeden Fall einen kleinen Helferkomplex. Sie kümmert sich um ihre Tochter ganz rührend, ihre Tochter Püppi. Und ich finde es so witzig, weil sie erinnert mich so sehr an eine Kommilitonin von mir. Also, dass sie mit dieser vollen IKEA-Tüte reinkommt, jede Menge Kinderaccessoire da drin und allen möglichen Kram, den sie braucht. Ja, meine Kommilitonin A-Punkt, die niemals so ein Video schauen würde, deswegen, das ist auch egal. Aber die kam auch in der Uni an und hatte dann ihr Strickzeug dabei und hat mir einen Schal gestrickt, als ich sie kennengelernt habe. Und fand ich sehr, sehr lustig, wird sich gar nicht mehr daran erinnern, weil sie für sowas auch keinen Sinn hat für solche Erinnerungen. Aber ja, vom Outfit her, manche Sachen, die Moni so anhat und wie sie so gerne wahrgenommen werden will und so, erinnert mich an meine liebe Kommilitonin von damals. Die Moni ist auch durchaus eine vielschichtige Figur. Also sie hat mehrere Nebenjobs, ich glaube drei Jobs oder sowas in etwa. Zum Beispiel sitzt sie an der Supermarktkasse und ja, erzählt ihrer Familie auch nicht, dass sie zum Mathematikstudium geht, sondern erzählt immer, dass sie irgendwo gerade arbeite, was auch nicht so unrealistisch ist, weil sie halt dauernd arbeitet. Ja, ihre ganzen Enkel, also drei Enkel an der Zahl, werden vom Erzähler Oscar nur die Kevins genannt, was ich auch ganz witzig finde, ne? Der andere Kevin macht gerade das und das. Ja, er lernt sie dann auch kennen, wie ihr schon raushört. Ja, ihre ganzen Sachen, die sie mitbringt, sie hat auch jede Menge Snacks dabei. Das zeichnet sie so aus und sie knüpft ganz, ganz schnell Kontakte. Sie ist super sozial.
natürlich völliger Gegenpol dann zu Oscar. Und das macht natürlich diese Grunddynamik aus, ne? Wir haben zwei ganz unterschiedliche Figuren. Wir haben einen autistischen Erzähler, der alles rausholt und raushaut, und eine Hauptfigur namens Moni Kosinski, die alles abfedert, ne? Und überall, wo es brennt, ist sie da. Ja, genau. Es gibt einen Stammbaum. Sehen wir mal zu, dass ich hier nicht alles umwerfe. Ja, genau. Monis Stammbaum, ja, hier vom Verlag, findet man sowohl online als auch im Buch. Da steht Peter Kosinski und Mutter Kosinski, die allerdings keine Rolle spielt. Genau, aus denen entspringen Jan und Moni. Und genau, der ganze Stammbaum ist angefertigt vom Oscar. Es gibt jetzt hier schon so leichte Spoiler. Ich zeige da nicht alles. genau, also die hatten zwei Kinder, Jan und Moni. Der Jan hatte auch eine Mathematikbegabung. Die Moni hat sich vor allen Dingen um den Jan gekümmert. Moni hat mit irgendjemand eine Tochter namens Püppi bekommen. Püppi ist mit Ronny verheiratet. Daraus entspringen Justin, hier steht Kevin 1, Kevin 2 durchgestrichen, Quentin und Keanu. Schöne Namensgebung natürlich auch, Justin, Quentin, Keanu. Erinnert mich an einige Brandenburger Schulen, in denen ich auch unterrichtet habe. Ja, also ist nicht ganz so weit weggeholt. Genau. Ronny, der Mann von Püppi, hat auch noch seine Eltern, Heike und den Mann Becker. Heike Becker und den Mann Becker. Und die kommen auch hin und wieder mal vor, vor allen Dingen bei Familienfeiern, die auch ein bisschen, ja, strange sind. Man könnte es so zusammenfassen, Prolls und Brains gibt es da, aber hier mehr Prolls als Brains in der Familie von Moni. Moni ist selber mit Pitt zusammen. Pitt ist so ein Elvis-Verschnitt, hat meistens schlechte Laune und bollert irgendwo rum. Ja. Ihr merkt schon, es sind eine Menge Figuren und die spielen auch alle irgendwie eine kleine Rolle. Witzig ist aber vor allen Dingen, dass der Oscar diese Familienwelt entdeckt, weil er hat nur seine Eltern, die aber auch irgendwie keine Rolle spielen, um die kümmert er sich nicht so wirklich. Aber das ist für ihn so ein neues Hobby jetzt, ne? Monis Familie entdecken, und das ist natürlich auch so eine, ja, typisch, also autistische Begeisterung, nenne ich es mal so, ja, die alle aufschreiben, dann noch Geburtstage und Jahreszahlen irgendwie dazu, wäre auch typisch, aber Geburtstage mag er nicht, er mag überhaupt gar keine Geburtstage, vor allen Dingen nicht seinen eigenen. Und weil Oscar seinen eigenen Geburtstag nicht mag, ja, schreibt er auch keine Geburtstage auf. Ja, ist auch klar. Ja, verändert sich aber ein bisschen im Laufe des Buches. Genau, ansonsten, ja, man kann noch sagen, dass die Moni durchaus mal auch ihren Enkel mit in den Hörsaal schleppt, wenn es denn mal nicht anders geht. Und ja, zwei verschiedene Welten, die aufeinandertreffen. Ich lese mal noch so zwei typische Dialoge zwischen den beiden vor, die Alina Bronski hier geschrieben hat. Und Alina Bronski schreibt, finde ich, generell hervorragende Dialoge, und das durchaus auch hier. Sie gehen zum Beispiel zusammen auf eine Fachbereichs-Weihnachtsparty, Fachbereich Mathematik. Der Oskar geht hin, weil die ganzen Profs da sind. Moni geht eher hin, weil die ganzen Kommilitonen und Kommilitoninnen da sind. Fragt sich dann aber, obwohl sie atemberaubend gekleidet ist und ganz besonders toll wirkt auf dieser Weihnachtsfeier, was mache ich eigentlich hier? Flüstert Moni in mein Ohr und ließ mich gerade rechtzeitig los, um die Waffel aufzufangen. Das gleiche wie überall. Unangenehm auffallen, flüsterte ich hilfsbereit zurück. Ja, also ihr seht, Oskar nimmt kein Blatt vor den Mund. Ganz am Anfang haben wir hier noch einen schönen Dialog, den ich mir rausgeschrieben hatte. Seite 8, 9 vom Buch. 53, sagte sie, geht um ihr Alter.
obwohl ich sie gezielt nicht gefragt hatte, nicht gefragt zusammengeschrieben als Verb, fand ich auch eine schöne Verbschöpfung, das Nicht-Fragen als etwas, was wichtig ist für den Oscar, ne? Weil der will nicht vollgequatscht werden. Ich bin 53. Guck nicht so schockiert. Und du siehst aus wie 14. Das hörte ich nicht zum ersten Mal. Ich werde bald 17. Ach du Schreck, was machst du denn dann schon hier? Früh eingeschult und eine Klasse übersprungen. Wow, sagte sie. Konnten dich deine Eltern, wie konnten dich deine Eltern in die schlimme Großstadt ziehen lassen? Es blieb ihnen ja nichts anderes übrig. Du bist ein ganz schlauer, ja? Ja, sagte ich. In Monis Augen lag etwas, das wie eine Mischung aus Trauer und Mitgefühl aussah. Dann bleib mal schön in meiner Nähe. Ich bin allerdings nicht so schlau. Mein Vater hat immer gesagt, wenn man den Durchschnitt aus den IQs seiner beiden Kinder bildet, dann kommt ein normaler Mensch heraus. Ich hatte noch nie gehört, dass sich jemand bereitwillig als dumm bezeichnete. Vor lauter Verblüffung und vermutlich unbewusst geprägt durch die karikative Tätigkeit meiner Familie bot ich Moni an, ihr Mensa und BIP und das elektronische Campussystem zu zeigen. Ja, das funktioniert manchmal ganz gut. Also ihr hört hier vor allen Dingen raus, der Oscar als Erzähler, der hat natürlich eine besondere Art und Weise, wie er spricht, ne? Manchmal erzählt er Sachen, also er spricht Sachen aus, die vielleicht ein anderer Mensch nicht aussprechen würde. Zum Beispiel dieses, ich hatte noch nie gehört, dass sich jemand bereitwillig als dumm bezeichnet. Aber auf der anderen Seite verkürzt er manche Sachen auch, ne? Du bist ein ganz schlauer, ja? Ja, sagte ich, ne? Also er kommt in Dialogen eigentlich sehr schnell auf den Punkt, denkt aber relativ viel nach. Ja, genau. Ja, wir gehen erstmal noch weiter die Figuren durch, dann werde ich ein bisschen was zu ihm als Erzähler sagen. Genau, an der Uni gibt es natürlich verschiedene Kommilitonen und Kommilitoninnen, die spielen in der Regel keine große Rolle, die werden abgehandelt, weil Oscar interessiert sich nicht für sie und lässt sie somit auch als Erzähler aus. Es gibt einen Typen, der völlige Knalltüte ist, der sich immer wieder bei Referaten und sowas anschließt. Und der Oscar unglaublich nervt, weil der sich auch so ein bisschen an die Moni dranhängt. Aber ja, den kann man im Prinzip auch vernachlässigen. Dann die Profs spielen eine Rolle. Und da gibt es zum Beispiel den Professor Herbst, der so ein bisschen, ja, ein Herz für Moni hat und sich denkt so, ja, okay, die hat Enkelkinder, um die sich gekümmert werden muss. Das Studium sollte vielleicht familienfreundlicher sein. Ja? Das heißt, der ist so der gute Prof. Und dann gibt es den Bad Guy. Das ist Daniel Johansen. Und der ist eigentlich so ein bisschen der Antagonist der Story. Der sieht im Oscar erstmal einen Autisten, der da rumrennt und denkt, die Moni sei seine Schulbegleiterin oder Unibegleiterin. Und lässt Oscar so ein bisschen an der Seite, was Oscar total fertig macht, denn der ist ein großer Star. Johansen ist der einzige Mathematiker aus Deutschland, der im Prinzip was zählt, so im Roman. Und genau, also seine Einführungsbeschreibung, kann ich mir mal ein bisschen was vorlesen auf Seite 627. Er hatte, wie mir längst von den Fotos bekannt war, lange zum Pferdeschwanz zusammengebundene Haare. Er trug die Cowboy-Stiefel, die in allen Artikeln beschrieben wurden. Er hatte die Fields-Medaille gewonnen. Ziemlich viele Reportagen hatte es über ihn gegeben. Vor ihm hatte nur ein Deutscher diese Auszeichnung bekommen. Kein Journalist war in der Lage gewesen, sein Interessensgebiet halbwegs korrekt zu beschreiben. Weil es um Dimensionen ging, wurden sofort Vergleiche mit Science-Fiction bemüht, die mit der tatsächlichen Forschung nichts gemein hatten. Dabei war die Ente-Dimension genauso real wie die Tatsache, dass die meisten von uns zwei Daumen haben. Na, Pi mal Daumen. Genau. Ja, den Rest lasse ich mal raus. Also er ist ein Preisträger, der aber kein besonderes Interesse an der Lehre hat und der ist auf jeden Fall so ein bisschen. Zwischendurch wird auch gesagt, der James Dean der Mathematik, ja, so ein bisschen ein Rockstar. Und als sie aufeinandertreffen, aber sagt die Moni, hallo Daniel. Das heißt, sie und Johansen kennen sich und der Oscar kippt fast aus den Latschen. Der will nicht unbedingt seine Bachelorarbeit bei Johansen schreiben und auch nur bei ihm. Das heißt, er fokussiert diesen Daniel Johansen total.
Und ja, genau, das ja, ist eigentlich schon so die wichtigsten Grundkonstellationen, ne? Also Moni und Oskar auf der einen Seite und dann der Johansen, der irgendwas mit der Moni hat, irgendwo erkennen sie sich und Oskar will ihm näher kommen, fragt aber auch nicht so richtig, was denn da los ist. Weil, ja, er spricht halt einfach relativ wenig und das hindert ihn auch so ein bisschen daran, sein Vorhaben umzusetzen. Ja, also mit Johnson kann er nicht anbandeln, weil ihm dafür einfach die Social Skills fehlen. Ja, dann haben wir noch ein paar andere Nebenfiguren. Ich fand ja ganz witzig, die Frau Horn, das ist die Haushaltshilfe vom Oscar, die sich um ihn kümmert. Aber er kümmert sich so gar nicht um sie. Die sind so total egal. Und die verschwindet dann auch irgendwann so sang- und klanglos, weil die Moni einfach sehr viele Bereiche abdeckt und sie dann keinen Bock mehr hat und zack, weg ist sie. Dann die Eltern. Dann die ganze Family von natürlich von Moni. So, ich werde, so ein bisschen die Ausgangssituation, ich werde auf jeden Fall nachher in den Spoilerbereich reingehen, weil es einiges im Buch gibt, was ganz interessant zu diskutieren ist. Ich versuche das vorher anzukündigen. Aber erstmal, ja, meine Meinungen zum Buch. Pi mal Daumen ist auf jeden Fall anders als die bisherigen Romane von Alina Bronski. Am ehesten gibt es noch so, ja, Parallelen zu Schallplattensommer, habe ich das Gefühl. Da gibt es ja die Maserati, die Erzählerin, die in einem ähnlichen Alter ist wie der Oscar. Aber die ist ein ganz anderer Typ. Ja? Die hat eine große Klappe, die ist zynisch. Und die wirkt sehr, sehr authentisch. Ja, ich hatte mir das Hörbuch angehört von Jasna Fritzi Bauer und das hat total gut funktioniert irgendwie. Die hat total den Ton getroffen und Maserati, ja, also ich habe das so richtig im Ohr. Jetzt haben wir den Oscar als Erzähler und auf der Lesung hat Alina Bronski auch gesagt, sie war sich lange Zeit nicht klar, wer das Ganze erzählen soll. Und ich glaube, am Anfang war sie mehr bei der Moni als Erzählerin, hat dann aber gemerkt, das funktioniert nicht und hat dann den Oscar ziemlich später zugenommen erst. Und der erzählt eben diese Geschichte, weil der so eine Frau wie Moni eben gut erzählen kann, ne? Und ja, aus einem besonderen Blickwinkel erzählen kann. Manchmal funktioniert das auch gut. Insgesamt funktioniert es für mich leider nicht so gut, weil es gibt oft Sachen, die ich nicht so ganz abnehme, dass Oscar, die als Autist, der er wahrscheinlich ist, also über die Autismusdiagnose wird hier nicht allzu viel gesprochen, aber er erzählt immer wieder Sachen, die so auf der Grenze sind. Würde ein Oscar die erzählen oder würde er sie nicht erzählen? Meiner Meinung nach hätte der Oscar noch krasser einfach sein müssen als Erzähler. Dann funktioniert aber wieder die ganze Geschichte nicht so richtig. Ich hatte mal rein gelesen in die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche, weil ich hatte auf dem Kanal von Markus Gasser mal gehört, dass hier die Erzählperspektive halt so besonders ist, weil die von einer bitterbösen Großmutter ausgemacht wird, erzählt wird. Und allein auf den ersten Seiten merkt man schon, dass das eine ganz besondere Erzählperspektive ist, ne? Hier, ich lese nur mal den Anfang vor, so als Kontrast. Als meine Tochter Sulfia mir sagte, sie sei schwanger, wisse aber nicht von wem, habe ich verstärkt auf meine Haltung geachtet. Ich hielt meinen Rücken sehr gerade und die Hände würdevoll im Schoß gefaltet. Sulfia saß auf einem Küchenhocker. Ihre Schulter war hässlich hochgezogen und die Augen rot, weil sie die Tränen nicht einfach laufen ließ, sondern mit dem Handrücken im Gesicht verrieb. Und das, obwohl ich sie von klein auf gelehrt hatte, wie man weint, ohne hässlich zu werden und wie man lächelt, ohne zu viel zu versprechen. Ich finde das so ein krasser Einstieg schon so, ne? Und einen ähnlichen Einstieg wählt sie ja hier bei Pima Daum, indem sie den Oscar hat, der sagt, naja,
Das ist wahrscheinlich hier die Küchenhilfe. Nee, aber ist dann doch die Kommilitonin. Und es funktioniert an manchen Stellen auch ganz gut, aber es funktioniert für mich nicht durchgehend. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, wer vielleicht ein besserer Erzähler wäre. Und es ist auch echt schwer in dieser Konstellation. Weil eigentlich das, was mich interessiert an diesem Roman, wäre eine Frau im gehobenen Alter, Mitte 50, die Mathematik studiert und die in das Studentenleben reingeht. Es gibt ja Studentenromane. Ich hatte mir hier von Maike Chabon Wonder Boys geholt, noch nicht gelesen, aber will ich auf jeden Fall lesen. Und da erhoffe ich mir daraus viel so Uni-Alltag ja, zu erfahren und aufzusaugen. Und dieser ganze Uni-Alltag, dieser ganze Austausch mit den anderen Studierenden, der bleibt ja total außen vor, weil der Oskar sich einfach nicht dafür interessiert. Der hat hin und wieder mal zynische Bemerkungen für die über. Aber ansonsten, ja, ist da leider nicht viel, was aus dem Unileben rauskommt. Ich habe mal online geschaut, es gibt einige kritische Stimmen, die auch sagen, ja, okay, die tauschen sich da auch mit den Profs aus, ja, die quatschen mit dem Johansen, die quatschen mit dem Professor Herbst und den anderen so. Und im Studium ist es ja gar nicht so. Die Professoren, die haben ihre eigene Welt, die beschäftigen sich überhaupt nicht mit denen. Ja, also die Kritik teile ich nicht ganz, weil die Moni ist ja deutlich älter. Die meisten, die aus ihrer Erfahrung sprechen, sind ja deutlich jünger. Und ich glaube, wenn jemand Älteres ins Studium reingeht, kann das schon anders sein. Und die Moni kennt ja den Daniel Johansen. Na, da gehe ich schon leichte Spoiler rein. Kann man sich aber auch vorstellen, woher sie kennt. Die sind im ähnlichen Alter oder im genau gleichen Alter. Das heißt, die kennen sich von früher aus Schulzeiten. No, kein so großer Spoiler bisher. Aber einer der ersten Enthüllungen. Und ja, natürlich quatscht die dann irgendwie. Natürlich trinkt die dann mal einen Kaffee. Na? Wenn ich irgendwo studiere, jetzt und jemand kenne, der lehrt an der Uni, natürlich werde ich mit der Person auch ganz normal miteinander sprechen. Ist ja klar. Aber das ist ja natürlich was, was auffällt, ne? Also die Professoren, die quatschen auch so ein bisschen. Autisten selber wenden sich auch gerade mit diesen Sonderbegabungen deutlich mehr an Erwachsene und haben auch keine Hemmung, so gewisse soziale Konventionen zu übertreten. Deswegen, dass auch der Oscar sich da dranhängt, gerade wenn er so merkt, oh, die Moni spricht mit denen, ja, kann auch ich auch mit denen sprechen. Ich fand, das hat für mich schon funktioniert. Ja, also das ist so ein Kritikpunkt, den ich da nicht sehe. Aber wie gesagt, ich sehe tatsächlich das Problem, eine Frau, die so Fish out of water in der Universität ist und die wirklichen Herausforderungen für sie, die kann der Oscar eigentlich gar nicht sehen. Die interessieren den auch gar nicht. Ihn interessiert, ah, die Moni kann mir helfen und ich halte mich mal an die, damit ich da irgendwie klarkomme. Aber nicht, was sind ihre Herausforderungen und auch nicht, was sind die Sachen, die Unizeit zu Unizeit machen, ne? Die einfach ja besonders sind an dieser Lebensphase und wie man die dann wahrnimmt, wenn man älter ist und nochmal studiert. Das hätte mich jetzt super interessiert. Da ist leider nicht viel rausgekommen, auch nicht viel, was so richtig authentisch wirkt, ne? Also man sieht dann eher so ein bisschen die Klischees eben, ne? Die Lehrämter, ne? Und es gibt auch viele Klischees, die so in der Uni erzählt werden und immer wieder erwähnt werden, ne? Studenten, gerade zu meiner Zeit damals, haben gerne auch in Klischees gedacht. Ja, hier, das sind die Juristen, das sind die BWLer und die sind halt so, ne? Und das, ja, ist Anfang 20 sicherlich sehr interessant, aber zum Beispiel, wie entgegnet die Moni jemanden, der oder die dann so ein Schubladendenken aufmacht, ne? Da sie ja deutlich älter ist, wie kommt die mit den anderen klar? Das hätte mich super interessiert und das ist nicht im Roman drin und das fand ich tatsächlich recht schade. Der Oscar entwickelt sich wenig, was natürlich für so eine Hauptfigur ein bisschen schade ist. Ist aber völlig nachvollziehbar. Eher sein Umfeld entwickelt sich, ne? Also er wird dann mitgeschleift auf Partys, er wohnt mit der Moni zusammen, die gehen dann irgendwann so eine Art WG ein
Und ja, er beschäftigt sich dann mit der Familie und so weiter und so fort. Das heißt, er kommt in ungewöhnliche Situationen. Er ist aber am Ende immer noch eigentlich der gleiche Typ wie am Anfang. Was für später übrigens auch wichtig ist, er hat am Anfang einen imaginären Freund, den Mr. Brown, mit dem quatscht er die ganze Zeit. Und seine Mutter sagt dann auch, sagt, den brauchst du auch eigentlich nicht mehr, ne? Du hast doch jetzt eine richtige Freundin. Aber genau, der ist immer dabei und verrät ihm viele Besonderheiten der Mathematik, ne? Also er gibt ihm viele Hinweise und Tipps und ja, bleibt immer so ein bisschen mit dabei, taucht immer mal wieder auf, der Mr. Brown. Fand ich auch ganz interessant, ne? Als imaginärer Freund hätte ich vielleicht sogar gerne noch mehr darüber erfahren. Ja, ansonsten, eigentlich soll es ja um die Entwicklung der Moni gehen, ne? Alina Bronski hat bei der Lesung auch gesagt, sie wollte eine Frau im mittleren Alter zeigen, die sich entwickelt und die eben so ein Studium eingeht. Tatsächlich finde ich aber, dass sich auch die Moni relativ wenig entwickelt. Die ist ja so diejenige, die sich um die Familie kümmert, die ja, die alles kittet, die dann einfach da ist, die sehr sozial ist. Zwar schrullig und schräg, ne, aber trotzdem zieht die auch so alle an und ist eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Genau, jetzt gehen wir mal langsam in den Spoilerbereich rein. Sie hat sich früher viel um ihren eigenen Bruder gekümmert, den Jan Kosinski. Und sie kümmert sich genauso um den Oscar, wie sie sich um seine, um ihre Enkel kümmert. Und ja, das funktioniert auf jeden Fall für die Grundthematik. Aber dann, wenn das Ganze ein bisschen bebt, ne, also zum Ende des Romans hin, dann findet die Familie raus, oh, die studiert Mathematik oder die beschäftigt sich mit Mathematik. Und das finden alle, oh, total schlimm. Und ihr Lebensgefährte kriegt mit, dass sie irgendwie rund um den Johansen recherchiert. Ja, einfach weil sie ihn aus der Schule kennt. Und der flippt dann total aus. Ja, und der trennt sich von ihr. Und es hätte dann, also eigentlich hätte eine Entwicklung von ihr fast sein müssen. Sie distanziert sich komplett von der Familie und geht mal ganz raus aus diesem Kosmos. Das ist aber nicht passiert. Und so eine wirklich große Entwicklung, also die Moni ist immer noch der gleiche Typ, wenn sie am Ende bei ihrer letzten Prüfung steht und die verteidigen muss, wie am Anfang. Also da gab es keine so richtig große Entwicklung. Die hat sich zwar mehr mit Mathematik auseinandergesetzt und ihre mathematischen Fähigkeiten wurden immer weiter gefördert. Und sie hat früher nie eine Förderung gekriegt, aber sie hatte schon immer ein Talent für Mathematik. Also es wird relativ schnell klar, okay, die ist nicht doof, ne? Und ja, irgendwie fehlte mir da wirklich so eine größere Entwicklung. Man kann natürlich auch sagen, okay, alle Figuren entwickeln sich nicht. Dann ja, muss es halt einfach ein großes tragendes Drama sein, was irgendwie den Roman dann zusammenhält, dass wir vielleicht keine Entwicklung brauchen. Das hat für mich nicht so ganz funktioniert. Es gibt dann einige Auflösungen am Ende und ja, da ist vor allen Dingen der Johansen drin. Der Danny Johansen hat halt mit der Moni zusammen an der Schule, also war Mitschüler von der. Der Oscar erfährt viel durch eine Schülerzeitung, die heißt Prima Daum. Also jetzt gehe ich in den Spoilerbereich, ne? Und daher kommt auch der Name, ist aber nur so eine Side Note. Und der Bruder von der Moni hat ganz viel zusammengesessen mit Dani Johansen, bevor der Bruder verschwunden ist. Wieso der jetzt ganz genau verschwunden ist und was mit dem passiert ist, erfahren wir ganz lange nicht. Und ganz lange fragt man sich auch, wieso wird diese Story von dem hochbegabten Jan aufgemacht? Und es scheint so, dass die Familie sich alle denken, oh nein, jetzt nicht, dass die Moni wird wieder Jan. Na, auf einmal wird sie ganz klug. Aber das ist alles so ein bisschen abstrus. Also es hat für mich nicht so richtig funktioniert und
Der Bogen mit dem Jan, der kam mir dann ein bisschen zu spät. Es ist ein bisschen wie bei Schallplattensommer auch gewesen. Ich finde tatsächlich ist noch eine Spur schärfer, dass Auflösung ein bisschen zu spät kam und aber auch für die Story irgendwie zu wenig beigetragen haben. Genau, vor allen Dingen, was ist mit dem Bruder Jan los? Weil das wird erst ganz, ganz am Ende aufgelöst. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, aber ist recht abstrus. Genau, aber wichtiger ist noch Johansen, weil irgendwann liegt der Verdacht nahe, dass der Johansen selber überhaupt nichts kann, sondern alles von dem Jan geklaut hat. Und ja, das ist eigentlich dann ein sehr cooler Konflikt, weil Moni ihre Abschlussarbeit beim Johansen schreibt und die auch verteidigen muss. Der Oscar coacht sie. Sie ist in diesem Konflikt drin, sie will das Studium beenden. Johansen kümmert sich aber nicht um sie. Was auch nicht unüblich ist, ne? Also diese Beschwerde hört man öfter am Profs, dass sie sich nicht Bescheid kümmern um die Leute, die bei ihnen abschließen und sagen, ja, nee, ihre Arbeit ist nicht meine Arbeit. Es wird da so ein bisschen als besonderer Arschlochzug herausgestellt, dass der sich eigentlich nicht interessiert. Für mich hat das nicht so ganz gereicht. Also ich finde, genau, also es gibt sehr, sehr viele Klischees im Buch. Der Oscar ist schon Klischee-Autist. Die Moni, finde ich, ist die interessanteste Figur, aber ihre ganze Familie besteht fast nur aus Klischees. Also wirklich Kreuz, Kreuz, Kreuz. Außer so einzelne Brains, die sich auf einmal da finden, weil klar, wenn Hochbegabung in der Familie ist, dann muss es da irgendwie jemand geben, ne? Und surprise, surprise, einer der Enkel ist dann auch hochbegabt. Es gibt einen der Enkel, das ist der Quentin, der dann so hinterherforscht und guckt, was macht denn Oma da, ne? Was ist da los? Er denkt erst, er hat eine Affäre. Und ja, entdeckt dann, was wirklich los ist, deckt es aber nicht auf, weil er will ihr dann nicht in den Rücken fallen, weil er mag seine Oma sehr, sehr gerne. Und der fängt dann so eine kleine Love Story an mit dem Oscar, die aber auch nie so wirklich tief beschrieben wird. Oscar ist nur total fasziniert von dem, wie schön der ist, ne? Und wenn er irgendwie so Hand halten darf mit dem, ist er schon glücklich. Das fand ich cool. Der Quentin tatsächlich als Figur, den fand ich ganz gut, weil der so ein bisschen mehrschichtiger war und der wirkte einfach realer. Ansonsten, also die Püppi und der Ronny und wen haben wir noch alles in der Familie? Genau, also der Pitt, der Lover von der Moni, der war ganz großes Klischee. Dann genauso die Heike Becker und Keanu, Enkel und ja, also der Peter Kosinski, der Urgroßvater sozusagen, genau, also der Vater von der Moni, den fand ich auch noch ganz interessant. Vor allen Dingen kommt der dann irgendwann mit einem Buch von Ray Bradbury um die Ecke und gibt das dem Oscar. Und das fand ich war so eine kleine Highlight-Sternstunde. Weil der Peter Kosinski ist auf jeden Fall auch smart. Ja, man weiß nicht, wie viel Brain hat der wirklich so, aber ist schon irgendwie klar, durch den ist es wahrscheinlich gekommen oder durch seine Frau, man weiß es ja nicht so wirklich. Aber der trauert, dass der Jan weg ist, aber auch die Trauer ist irgendwie so komisch, man kann das gar nicht fassen. Also diese ganze Familiendramatik-Story, die hat auf jeden Fall, die ist nicht ausgereift. Also da müsste man noch weiter dran feilen. Genau, und ganz am Ende kommt heraus, allen Ernstes, dass der Jan in eine andere Dimension rein ist und wie bei Ray Bradbury zur blauen Pyramide geworden ist. Das heißt, man sieht ihn wie eine blaue Pyramide von außerhalb. Aber der Oscar kann mit ihm sprechen, weil der Jan ist der imaginäre Mr. Brown, mit dem der Oscar immer gesprochen hat. So kann man das Ende deuten, muss man nicht hundertprozentig, weil es kann auch einfach nur sein, dass Oscars Imagination da mit ihm durchgeht und er sich so vorstellt, ach ja, Mr. Brown könnte auch der Jan Kosinski sein und so, ne? Also ich fand es schon irgendwie okay. Erst fand ich es ein bisschen bescheuert, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dann dachte ich mir so, ja, muss ja auch nicht so sein, ne? Ist jetzt einfach wir sind im Kopf vom Oscar.
Ja, also wenn ihr es gelesen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, wie ihr das Ende fandet, diese Auflösung. Für mich war das ein bisschen Effekthascherei und eigentlich was, was ich von Alina Bronski nicht so unbedingt gewohnt bin. Manchmal hat die auch Sachen, die so ein bisschen konstruiert wirken. Ich fand in Schallplattensommer bisher fast am meisten. Ja, hier hat es mir ein bisschen zu viel konstruiert gewirkt. Ich fand, das war nicht ausgereift. Das war nicht ausgereift und das war auch so ein Zufall, den ich nicht unbedingt gebraucht hätte im Buch. Also, ich finde, Alina Bronski lebt von authentischen Beschreibungen und authentischen Figuren, die zwar komisch sind, die aber nicht so völlige Klischees sind. Und ich fand, dafür waren, ich weiß, sie macht das bewusst, hier diese Klischees aufzubauen, um da einfach, ja, einen unterhaltsamen Roman rauszumachen, der einfach so, ja, ein Comedy-Roman vielleicht ist an vielen Stellen. Aber ich finde die Komik bei ihr umso reizvoller, wenn sie glaubhaftere Figuren strickt. Und das ist auch so ein Nachteil. Ich habe dann auch in das Hörbuch, wie gesagt, reingehört. Viele Passagen habe ich im Hörbuch gehört. Für mich hat das auch im Hörbuch nicht so ganz funktioniert irgendwie. Der Ton, also es war dann nicht so witzig. Vielleicht auch, also ich mag so Comedies wie Big Bang Theory zum Beispiel auch gar nicht, weil ich diese deutsche Synchro nicht mag. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin manchmal auch da drin. Also wenn ich die Passagen gelesen habe, dann haben die besser bei mir im Kopf funktioniert als vorgelesen tatsächlich. Also den Dialogwitz, der hat beim Lesen für mich besser funktioniert. Vielleicht auch, weil ich viel überschlagen habe dann, ne? Also wirklich nur die Dialoge, ne? Und entgegnete er und sonst was. Das fällt ja dann irgendwie im Kopf dann manchmal weg und dann ist es irgendwie mehr auf den Punkt. Weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber es hat tatsächlich gelesen für mich besser funktioniert als das Hörbuch, obwohl ich gedacht hätte, hey, das funktioniert total gut als Hörbuch. Nee, irgendwie nicht. Wie gesagt, Maserati, Schallplattensommer hat da viel besser funktioniert. Und ja, ich glaube, für mich wäre es ein wichtiger Punkt gewesen, dass aus dem Daniel Johansen noch mehr gemacht wird. Der war dann ganz oft ganz lange weg in Kalifornien und der war irgendwie nicht greifbar. Aber auf der einen Seite, dass der für Oscar nicht greifbar ist, so ein Idol, was sonst wo ist, und für die Moni ist er aber ein Klassenkamerad. Das hat sich irgendwie gebissen, das hat nicht miteinander funktioniert. Auch die Beziehung zwischen Moni und ihm, die war halt bis zum Ende, also es war für mich immer noch nicht greifbar, ist er jetzt ein Arschloch oder ist er kein Arschloch? Wenn man schon so in Klischees drin ist, ich finde, dann hätte man richtig dick auftragen müssen bei dem. Ja. Ja, und dann genau war er immer in Kalifornien und ich dachte mir die ganze Zeit, hey, vielleicht ist der Jan in Kalifornien und der Johansen reist immer dahin, um sich mit dem auszutauschen. Und der Jan hat einfach keinen Bock auf Öffentlichkeit und lässt im Prinzip Johansen so den Ruhm abreifen, den er eigentlich gekriegt hatte, weil er das richtige Brain ist. Ja. Und Johansen, zwischendurch liegt die Vermutung nahe, dass er überhaupt nichts drauf hat. Aber dann merkt man zum Ende hin, na, das scheint auch irgendwie nicht zu stimmen. Aber was ist denn nun die Auflösung? Also irgendwie war der nicht greifbar. Und das hätte er, glaube ich, sein müssen als Antagonist in dieser Story. Die Entwicklung von der Moni, das war auch ein großes Problem, die findet ganz viel im Off statt. Also der Oscar beschreibt dann einfach, hey, und auf einmal klotzte sie ran und auf einmal machte sie dies und das und sie machte dann voll die Fortschritte und so. Ich fand, da war zu wenig im tatsächlichen Geschehen drin, dass wirklich Situationen geschildert wurden. Vielleicht sind die auch einfach schwierig, ja. Vielleicht war es da schwierig, diese mathematischen Diskussionen dann im Seminar direkt zu zeigen. Denn, also genau, Mathematikgenie muss man nicht sein, ja. Also ich habe im Prinzip alles verstanden im Buch. Allerdings, ich kann jetzt nicht sagen, ob es da irgendwelche mathematischen Fehler gibt. Ja. Laut Online-Besprechung gibt es die. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also genau, hier den Satz des Pythagoras, den habe ich hinten angeschrieben. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat, den habe ich verstanden. Das ist das Einzige, was ich in der Schule verstanden habe. Ich habe in der 11 Mathe abgewählt. Das ging damals in der NRW, ne? Genau, also es ist kein richtiges Buch über Mathematik und auch, dass sie auf einmal immer verzottelter wird und auf einmal so ein bisschen schrullige Mathe-Oma ist.
Das war auch ein Klischee und ein Momentaufnahme dann irgendwie. Also, das hat als Entwicklung für mich irgendwie nicht so richtig gegriffen. Ja, genau. Abschließend, zu welchem Urteil komme ich für Pi mal Daumen? Ich muss leider sagen, für mich persönlich, und es tut mir echt leid, weil es war die erste Lesung, bei der ich dabei war, für mich war es der schwächste Roman bisher von Alina Bronski, blieb zurück hinter den anderen, die ich gelesen habe, von ihr auch recht deutlich. Allerdings finde ich nicht, dass man ihn gar nicht lesen kann. Also ich finde gerade, wenn jemand einfach einen locker, flockigen, unterhaltsamen, witzigen Roman haben möchte, mit ein paar Twists drin, dann soll man den ruhig lesen, ne? Und dann kann ich mir vorstellen, dass er vielen auch gut gefällt. Ich hatte auch durchaus eine gute Zeit, aber ich war so ein bisschen enttäuscht. Ich dachte mir, ja, irgendwie, als ich vorher gehört habe, Alina Bronski wirft eine Frau mittleren Alters ins Mathematikstudium, dachte ich mir, yeah, cool. Und als sie am Anfang auch so kam, so die Exposition am Anfang, die fand ich schon auch sehr cool, aber ja, das irgendwie war es dann zu viel Oscar und zu wenig Moni. Und ja, Moni ist eigentlich diejenige, um die es geht. Also ich fand, da hat sich die Geschichte so ein bisschen verloren. Und das ist dann doch echt ein bisschen schade. Und auch die Familie von der Moni, ja. Die hätte ein bisschen vielschichtiger sein können. Das war mir zu klischeebeladene Preuß. Und das finde ich so schade, weil Alina Bronski in anderen Romanen so viele tolle Familien da erzählt. Ne? Ja, auch der Professor Herbst zum Beispiel, der, ja, der ist da schon irgendwie drin. Hier haben wir so Professor Herbst und Daniel Johansen, die kreisen wie sein Kosmos um die Moni. Und der Oscar überlegt dann, ob vielleicht sogar die Püppi, das Kind von Daniel Johansen und Moni ist. Ja, es gibt da schon so ganz witzige Recherche irgendwie zwischendurch. Und ich finde auch diesen Fanatismus, den der Oscar da hat. Also es ist schon alles ganz witzig, aber es ist kein ausgereifter Roman so richtig. Und es ist schade, nachdem man von Alina Bronski ja eine Zeit lang nichts gehört hat. Ich war so richtig heiß drauf. Ja, nichtsdestotrotz, ich. Wo habe ich es hingetan? Ich werde die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche lesen, weil ich habe jetzt einfach mal schon damit angefangen und ich fand schon die ersten Seiten, also da war mehr drin, ne? Da habe ich schon auch Bock drauf und ja, gebe hier eine eingeschränkte Leseempfehlung für diejenigen, ja, die sagen, ach ja, komm, ich lese einfach mal und ich freue mich total, wenn ihr mir Feedback gebt. Habt ihr es gelesen? Dann haut es in die Kommentare rein. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass der Roman nicht da ist. Irgendwann werde ich ihn nochmal zeigen. Und genau, meine signierte Ausgabe von Scherbenpark, die könnt ihr sehen in der Folge der großen Reise, als es nach Wiesbaden ging. Das ist die letzte Folge. In der nächsten Folge setze ich dann an als allererstes in Nürnberg. Das wird sicherlich auch ganz spannend. Und ja, ansonsten kommt in Kürze, das wird die nächste Buchreview, Benedikt Wells, die Geschichten in uns. Da lese ich sehr begeistert auf jeden Fall. Und ja, genau. Dann werden wir sicherlich irgendwann nochmal Alina Bronski zwischendurch haben. Mal gucken, wie schnell ich da durchkomme. Aber ich finde, Alina Bronski lässt sich immer flott und schön lesen. Und wenn ihr Alina Bronski mögt und ihren Stil mögt, dann ist es auch durchaus ein Roman, den man lesen kann. Aber auch für Fans von ihr würde ich sagen, ich wage die Prognose, Lieblingsbuch von ihr wird es bei den wenigsten sein. Ne? Auch meine Mutter hat gesagt, ah, den stuft sie eher als Schwäche ein. Naja, so ist es. So viel für heute. Lasst es euch gut gehen. Ich denke, ich komme in der nächsten Woche wieder. Wahrscheinlich geht dann die Reise weiter. Oder wir setzen eine Buchreview drauf. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall sende ich euch viele Grüße mitten aus meinem Einzug. Es freut mich immer wieder. Lasst gerne ein Like da oder Kommentare. Ich freue mich. Bis dann. Adios.